Angst. Die leben auf unsere Kosten. Ich hätte auch wollen mal leben. Nee, mit allem. Auf einem anderen Volk seine Kosten. Wenn die ganzen Ausländer kommen, dass erstmal, dass die isoliert werden von Krankheiten her. Dass die das Befehle aus Tel Aviv und Washington kommen. Die kommen ja her, bringen Patienten die USA, und sonst was mit. Die USA wird wieder regiert von der AIPAC, einer jüdischen Lobby. Wir sehen insgesamt, dass zu viele Ausländer hier in Deutschland kommen. Das muss man auch wir werden gar nicht dürfen. Gefragt. Ist ein Rückschritt 300 Jahre zurück ins Mittelalter. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt doch mal. Da ist einfach zu viele Beispiele, die kleine Leute betrifft das. Islamisierung belegen. Ich habe nichts gegen andere Nationen und auch nichts gegen andere Kulturen. Aber es kann doch sein, dass wir die ISIS ziehen wir eine Mauer. Aber ist mal so richtig. Ihr entscheidet doch schon heute. Wir in Ostdeutschland brauchen nicht einmal zu fürchten, dass wir welche von uns. Und wir werden wieder auf die Straße gehen und wir werden dagegen sein gegen die Moschee. Denn wir sind das Volk und wir sind das Volk und wir bleiben das Volk. Wir sind